Beste sein, die keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Und damit willkommen zu meinem neuen Pokémon-Let's Play am Moormontag. Gut, der Name passt jetzt nicht mehr so ganz. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wie ihr unschwer sehen könnt, Pokémon Gelbe Edition. Pokémon Gelbe Pika Edition, ja? Pika! Neues Spiel. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Aich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und bin Let's Player geworden und außerdem studiere ich Pokémon. Wie lautet dein Name? Also mein Name, der ist ja ganz klar Ash, ja, bitte? Richtig, der Name ist Ash. Dies ist mein Enkel. Von jeher wolltet ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Ich habe Alzheimer und Demenz, beides gleichzeitig. Gary, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Ash, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Du. Ash spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. Was
Ja, ich spiele nochmal Super Nintendo. Was spielst denn du? Super Mario World oder Super Metroid oder Lufia oder Terranigma? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber eins, dass ich das Texttempo auf schnell stelle. Ambitionen bleiben an, der Sound, der bleibt mono, dann hat man es direkt auf dem Ohr drauf. Und nicht halt wechselhaft. Jetzt nehme ich mir noch den Trank auf, den es hier in den ersten Editionen immer noch gab. Und dann sage ich euch nochmal Hallo. Willkommen in Alabastia. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Dann werden wir wohl auf das Abenteuer gehen müssen. Haus von Gari. Wer heißt denn bitte Gari? Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Alles klar, in Ordnung. Alabastia, dich erwarten aufregende Abenteuer. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Schild. Hallo Angler. Diese Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Aber Items noch nicht Pokémon zum Tragen geben, weil Pokémon heutzutage dafür noch zu blöd sind. Hey Ash, Opa ist nicht hier. Ich bin hierher gekommen, weil er mir ein Pokémon geben wollte. Es sieht aus wie ein Lexikon, aber die Seiten sind unbeschrieben. Im Briefkasten ist eine E-Mail. An alle Pokémon-Trainer. Die Trainerelite der Pokémon-Liga wartet auf mutige Herausforderer. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid. Pokémon-Liga-Leitung Indigo Plateau. PS, Professor Eich, bitte melden Sie sich bei uns. Nee, und was ist das? Im Menü kannst du unter Speichern deinen Spielstand abspeichern. Ach, so geht das. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Dann nimm's doch. Wäre das jetzt so das Problem? Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Ich übrigens auch. Ja, das habe ich dir schon mal gesagt. Und Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Genießt Hachi Gesundheit. So, ich weiß jetzt nicht, ob das vom Sound so passt. Wenn er zu laut ist, kann ich ihn auch noch leiser machen. Das werde ich dann sehen. Hallo Ash. Gary wartet in Opas Labor. Eine große Karte. Sehr nützlich. Eine Karte. Alabastia, Route 1, Vertania City, Route 2, Vertania Wald, Dickdas Höhle, Marmoria City, Route 3, Mondberg, Route 4, Azuria City, Route 24, Route 25, Küstenhaus, Route 5, Route 6, Oranje City, MS Anne, Route 9, Felstunnel, Route 10, Lavandia, Pokémon-Turm, Route 8, Route 7, Charismania City, Safronia City, Route 11, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 16, Route 17, Route 18, Fuchsania City, Safari-Zone, Route 19, Seeschauminsel, Route 20, Zinnoberinsel, Route 21, 22, 23, Siegesstraße, Indigo Plateau, Kraftwerk. Da müssen wir also überall hin. Verstehe. Und wie ihr wahrscheinlich schon am Intro gemerkt habt, also jetzt nicht an meinem Intro, sondern am Intro des Pokémon-Spiels. Warte, geh nicht raus, wird das ein bisschen musikalischer. Das war knapp, wilde Pokémon leben in hohem Gras. Wow, da kommt ja schon ein, so ein Dreck. Das Pikachu spricht ganz schön leise. Ein wildes Pikachu. Normalerweise ist das immer lauter. Also in der normalen Edition. Wunderbar, Pikachu wurde gefangen. Yay! Puh. Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ach, darf ich selber laufen? Okay. Opa. Ich will nicht länger warten. Gary, du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen, Ash? Das ist dein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Ja, so weit war ich auch schon mal. Ich schenke es dir. Nimm es dir ruhig. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Habe einen Moment Geduld, Gary. Ich gebe dir später eins. Nein, das kriegst du nicht, Bams! Nein, Ash, ich will dieses Pokémon. Gary schnappt sich das Pokémon. Gary, was soll das? Bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon, aber... Okay, behalte dieses Pokémon, es ist deines.
Ich hätte dir sowieso eins gegeben. Ash, komm zu mir herüber. Ash, ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Ash erhält ein Pikachu. Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Nein, danke. Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann der Pokémon dagegen kämpfen. Geh danach in die nächste Stadt. Mein Pokémon sieht viel stärker aus. Naja, das glaubst du doch selber nicht. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Warte, Ash. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Dum, 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 dum. Evoli. Pikachu ist echt relativ leise im Vergleich zu den normalen Editionen. Wenn man es jetzt nicht hier auf mit ROM spielt. Ui, ui. Sonderhawk. Übertreib's bitte nicht. Bitte mach guten Schlag. Ja, danke. Sehr freundlich von dir. Gewonnen. Pikachu reicht Level 6. Juhu. Pikachu lernt Rutenschlag. Endlich kann ich Rutenschlag. Das war alles, was ich können wollte. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ja, hast du wohl. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Ash, Opa, wir sehen uns später. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Pokébälle. Es muss dich so begleiten. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag. Magst du mich? Es ist echt... Das Pikachu ist echt extrem leise. Sorry, Leute, dafür. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bist du geheilt, oder? Du bist geheilt. Sehr schön. Na, komm rein mit dir. Hallo Ash, Gary wartet noch. Tut ja gar nicht, ich wollte deine Karte haben. So, und wisst ihr, wo wir jetzt sind? Wir sind jetzt an der Stelle, an der ich kurz einen Cut machen muss. Warum, erfahrt ihr gleich.
Ich wusste gar nicht, ob ihr mitgekriegt habt, dass wir auf dem Weg nach Vertania City waren. Ich weiß nur, dass wir jetzt... Ach, Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP eliminiert. Limitiert, glaube ich. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in ein Pokémon Center bringen. Ah, okay, vielen Dank. Halt doch die Fresse. Lieb mich! So. Da brauchen wir zur Schneider, um dorthin zu kommen. Diese Pokémon-Bälle an deinem Gürtel zeigen, dass du ein Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann, nicht wahr? Ja, schon ziemlich. Hierfür brauchen wir Zerschneider. Und hier oben ist ein Item für den erfolgreichen Sucher. Theoretisch bräuchten wir dafür aber auch Zerschneider. Und ich habe vor, mein Pokémon-Team hier so ein bisschen... Vertania City, das ist immer grün im Paradies. Ich habe vor, mein Pokémon-Team so ein bisschen like Ash Ketchum aus der Serie zu machen. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Meine Schwester hat gesagt, dass Pokémon zahmen werden, wenn man jetzt zu ihnen ist. Ach, das ist eine Schule. Du schaust in das Notizbuch, erste Seite. Zum Fangen von Pokémon benutzt man Pokébälle. Man kann bis zu 6 Pokémon auf einmal tragen. Pokémon-Trainer ziehen Pokémon groß und trainieren sie. Zweite Seite. Ein Pokémon bei voller Stärke ist schwer zu fangen. Man sollte es erst schwächen. Feuer, Gift und andere Attacken wirken Wunder. Umblättern? Ja, bitte. Dritte Seite. Pokémon-Trainer suchen einander und lassen ihre Pokémon kämpfen. In den Pokémon-Arenen finden stets Kämpfe statt. Umblättern? Ja, bitte. Vierte Seite. Das Ziel jedes Pokémon-Trainers ist es, die 8 Leiter der Pokémon-Arenen zu besiegen. Nur dann darf er die Top 4 in der Pokéliga gegenübertreten. Hey, lass die Finger von meinen Notizen. Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Schlaf. Wenn ein Pokémon schläft, kann es nicht angreifen. Ein schlafendes Pokémon wacht auch nach dem Kampf nicht auf. Benutze Aufwecker, damit es aufwacht. Gift. Ein vergiftetes Pokémon verliert stetig HP. Die Wirkung des Giftes hält auch nach einem Kampf an. Gegengift heilt Vergiftung. Ein paralysiertes Pokémon verliert Angriffgenauigkeit. Die Paralyse hält auch nach dem Kampf an. Man behandelt sie mit Paraheiler. Eine Verbrennung vermindert Kraft und Stärke. Die KP sinken stetig. Verbrennungen dauern auch nach einem Kampf an. Man heilt sie mit dem Feuerheiler. Ein eingefrorenes Pokémon ist bewegungsunfähig. Es behält auch nach dem Kampf diesen Zustand bei. Nur der Eisheiler kann es wieder auftauen. Okay, ich sorge fertig den Text auf der Tafel. Habe ich doch gerade, oder nicht? Guck doch mal hin, wenn ich irgendwas lese. Da ist der Mrkt. Zu dem Mrkt gehen wir später. Erstmal noch zu dem hier. Möchtest du etwas über 2 Raupen-Pokémon erfahren? Ja. Raupi ist nicht giftig, aber Hornliu. Achte auf seinen Giftstachel. Ah, okay, mache ich. Keine Sorge. Das ist immer das Erste, an was ich denke. An den Giftstachel des Hornliu. Wir kommen im Pokémon-Center. Wir händeln Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir deine Pokémon heilen? Das hat ja noch nie eine Schwester Joy gesagt. Pikachu einfach da hinten reingereicht. Na klar, warum nicht? Jetzt wurde es frittiert, weil wir hier eigentlich bei McDonald's sind und nicht, also... Auch für die Älteren, ich habe das jetzt gesagt, für die Älteren, wenn die hier zugucken. Du kannst den PC an der Ecke dort drüben benutzen. Normalerweise würde ich Meckes sagen, aber ich kenne mich damit aus. Meine eigenen Eltern verstehen das auch nicht, was ich damit meine. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Ein Pokémon-Center kann für müde, verletzte, unbesiegte Pokémon heilen. Ah, okay, vielen Dank. Das ist freundlich, dass ihr mir das sagt. Meine Hände kleben irgendwie. Also meine linke Hand. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Deine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Escher hält Eichs Paket. Der Laden haut endlich wieder Gegengift vorrätig. Cool. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Ach, wirklich? Ah, wir kommen hier noch weiter. Nicht sehr viel weiter, aber wenigstens noch das eine Haus. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Cool, freut mich.
Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Na komm, lass mich durch. Willi, Habitag. Ein Habitag namens Willi. Und der Typ da sieht irgendwie aus wie ein Fisch, wenn er so auf der Seite liegt. Ist so, oder? Sieht total aus wie ein Fisch. Großvater, sei nicht so gemein. Er hatte noch keinen Kaffee. Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Du bist ein Privatgelände. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich probiere mein Team so ein bisschen à la Ash Ketchum aus der Serie aufzubauen. Und das heißt, ich brauche ein Taubsi, auch wenn er damals einen Tauboga gefangen hat. Aber Taubos ist am Ende Taubos, würde ich meinen. Ich brauche ein Smetbo, Shiggy und dieser Samen lasse ich gut sein, dafür, weil so viel Platz ist einfach nicht in dem Team. Dafür nehme ich aber noch Glumanda auf jeden Fall. Dann nehme ich Lapras. Was hat ein Ash noch, was man nehmen könnte? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich überlege noch ein bisschen. Hallo Ash, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen, das glaubst du auch selber nicht. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Ash übergibt Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Danke, Ash. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Ah, Gary, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ash, Gary, diese beiden sind für euch. Ash erhält einen Pokédex von Professor Eich. Ah, jetzt sind sie auf einmal weg, klar. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Ash, es tut mir wirklich leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Ash. Ich hol mir trotzdem eine. Opa hat dich um einen Bodengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Ich habe die Karte. Ja, ich sehe schon, wie mein Pikachu mich liebt. So, haben wir schon Bälle gekriegt oder müssen wir die uns erst kaufen? Ich gehe mal davon aus, dass es das zweite sein wird. Ja, richtig. Ich habe lange keine gelbe Edition mehr gespielt, also verzeiht mir bitte. Was hat denn Ash noch, was man ins Team nehmen könnte? Smetbo, Pikachu sind zwei. Lapras, Glumanda, also Glurak, sind dann vier. Kingler hat er noch gehabt. Und Slimog hat er auch noch gehabt. Vielleicht mache ich doch nicht ganz wie Ash. Ich glaube, ich lasse Slimog raus und nehme dafür einen Dickdreh. Weil ich Dickdreh immer nehme, weil ich ohne Dickdreh nicht klarkomme. Ich würde wahrscheinlich schon klarkommen, aber es wird wesentlich schwieriger ohne Dickdreh. Ah, ich hatte endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Ich sehe, sitzt du im Pokédex. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Apropos Pokémon fangen, alter Mann. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich brauche ja noch meine Bälle.
Es funktioniert nicht. Ich bin aus der Übung. Und Pokebälle habe ich auch keine mehr. Ich muss mir im Pokémon-Supermarkt neue besorgen. Ich folge dir, Pokémon-Supermarkt. Oh, ja, ich hätte bitte gerne ein paar Bälle. Komm, erstmal 10. Kann ja nicht schaden. Und ich würde auch gerne so gegen Rocco kämpfen, wie Ash es gemacht hat. Nur sind meine Fähigkeiten eingeschränkt, indem man in dieser Edition rote 2 Verteidigungs- die Mama die keine Elektroattacken auf Gestein-Pokémon einsetzen kann. So. Also dann habe ich ja mein Team. Ich habe euch ja jetzt schon angesagt. Pikachu, Smetbo. Ich erinnere euch jetzt schon die Endentwicklung. Pikachu, Smetbo, Tauboss, Glurak, Kingler und Diktri. Und hallo Nidoran männlich. Das Pikachu ist trotzdem viel zu leise irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Sorry, aber ich muss das besiegen. Das ist Level 6. Das bringt einige XP. Ich habe gerade Silberhauch gelesen. Habe mich gerade schon gefragt. Aber Silberblick, na, das ist gerade noch so legitim. Ah, Nidoran weiblich. Auch Level 6. Krass. Nein, nicht Heiler. Yay. Gut, das hätte man jetzt eigentlich fangen können. Donnerwelle! Ein Radfratz, juhu! Ich freue mich, unser erstes Pokémon! Radfratz, Ratte, dieses Pokémon nackt alles und jeden an. Es lebt in großen Ruden von bis zu 40 Pokémon. Yay, wir sind super! Juhu! Noch ein Radfratz! Los, besiege es! Gut gemacht! Hopsi, überlebe es bitte. Danke, das war nicht so gut. Ich hol mir mal hier so ein paar Eindrücke. Ich glaube, ich gehe hier nochmal zurück. Denn ich drücke mal hier öfter auf die Speed-Taste, weil man hier noch nicht rennen kann in diesem Spiel. Denn ich habe hier so ein paar Ambitionen von anderen Pokémon, die ich alle noch samt fangen möchte. Ah. Geht doch. Nidoran männlich. Gifthorn. Die Ohren des Pokémon sind sehr sensibel. Droht Gefahr, so attackiert es mit seinem Gifthorn. Und es wohnt in Giftform. So. Nidoran weiblich. Das wird sterben. Ja, mit Level 2 hat man nicht so eine große Chance. Level 4, das kann es überleben. Ja, sehr gut. Juhu. Nidoran 2. Nidoran weiblich, Giftdorn. Dieses wilde Pokémon vermeidet den Kampf. Das kleine Horn auf seinem Kopf enthält Gift. Jetzt könnte man sich hier noch... Ich weiß nicht, gab es hier schon Mankey oder gab es den nur in der roten und in der blauen? Auf jeden Fall ist Pikachu jetzt Level 9 und ich glaube, ein Taubsi zu fangen wird jetzt ein bisschen difficultiger. Ich will noch ein Taubsi haben. Vor mir ist noch ein Taubsi. Bevor es jetzt weitergeht. Taubsi. Donnerwelle. Oh, nein, nicht Trank. Pokéball. Pokémon wechseln. Nidoran, männlich. Tackle. Danke. Pokéball. Danke sehr. Taubsi, Kleinvogel, ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Nein, ich möchte Taubsi keinen Spitznamen geben. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ein Taubsi im Team. Ja, mein Taubsi! Geil! Na, warte, Taubsi kann man gleich an erster Stelle setzen. Die wird dann. Das wird dann gleich trainiert. So, nächste Folge fangen wir mit seinem Raupi. Jetzt gehe ich nur noch ganz schnell
bezogen auf schnell. Ich spule ja. Hui! Ich möchte mit Hopsi einen Probekampf ausfechten. Gut. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dass das nicht gut ausgehen wird. Ausgehen würde. Hörst du mal auf damit? Greifst du bitte an? Danke sehr. Vielleicht hätte ich das Viech nehmen sollen. Alter. Okay, so viel zum Probekampf. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Raupi, um Rocco zu besiegen. Und da werden wir ein bisschen trainieren müssen, das sage ich euch aber. So. Also. Freunde, ich sag dann mal bis zur nächsten Folge. Pikachu sagt das auch, es mag uns jetzt sogar schon so ein bisschen. Also dann, ciao Freunde, ich hoffe, euch gefällt das neue Projekt. Und wenn das dann durch ist, dann geht's wieder ein paar Konsolen höher. Also wird's dann ein bisschen neuer und nicht 2000. Sondern dann... Hat's gerade angefangen zu laggen, ist mir auch egal. Sondern dann 2012, wenn mich nicht alles täuscht. Also Freunde, dann... Oder 2011, weiß ich nicht. Ist auch egal. Jetzt könnt ihr mal probieren, ob ihr wisst, welches Pokémon-Spiel da rausgekommen ist. Also dann, Freunde, bis zur nächsten Folge. Ciao!